Ein herzliches Hallo an euch da draußen. Wenn ihr euch für Literatur interessiert, seid ihr hier genau richtig. Willkommen auf meinem Kanal Schreibkunst. Nun geht es weiter mit meiner Interpretation der Spiegelgeschichte von Ilse Eichinger. Wenn ihr die noch nicht kennt, bitte ich euch, sie euch nochmal anzuhören oder sie euch noch einmal auch durchzulesen. Hinterfragt euch doch mal, ob ihr vielleicht zu intellektuell seid auch, ob eure Bilder wirklich sofort für jeden Menschen tief ins Herz gehen und komplett verständlich sind, ja, und wirklich stimmig sind und ob die auch klar sind. Das ist sehr wichtig und ich würde euch empfehlen, es gibt ja, wie gesagt, es gibt kein richtig und falsch, ne, aber ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr so eher so ein intellektueller Typ seid, schaut nochmal, ob ihr wirklich auch diesen Text komplett, dass zwischen dem Gefühl und diesem Bild und dem Text nicht noch irgendwie so 10 Schutzhüllen an Rationalität sozusagen sind, sodass der Text und das Gefühl gar nicht mehr überfließen können zum Leser. Genau. Also das sind so ein bisschen auch die Hürden, mit denen ich zu kämpfen hatte, dass man sich dann gerne auch so ein bisschen unbewusst schützt und vielleicht ein bisschen komplexer schreibt, aber das ist gar nicht so gut, weil ich glaube, es ist toll, wenn so ein Bild weder abgegriffen noch kitschig ist und trotzdem so wunderbar greift, ja, und so tief berührt und auch jeden berührt. Also warum sollten denn so wunderschöne Texte nicht für jeden Menschen offen sein? Also ich finde das immer nicht so gut, wenn man so sagt, ha, ich bin jetzt intellektuell und die anderen sind irgendwie das nicht. Und also ich finde das nicht so gut. Also ich finde das toll, wenn man wirklich jeden Menschen einlädt, auch die nicht intellektuellen oder so, oder einfach alle einlädt, die Lust und Laune haben auf schöne Literatur, daran teilhaben zu können, ja, und nicht irgendwie das unnötig zu verkomplizieren, so, sondern es eben erlebbar zu gestalten. Genau, also checkt das mal in euren Texten, wie ihr das so macht. Ja, so, dann gehen wir mal weiter. Ja, das ist auch süß gemacht, ne, also eines Tages ist er dir so fremd, dass du ihn auf einer finsteren Gasse vor einem offenen Tor zu lieben beginnst. Alles will seine Zeit, jetzt ist sie da. Das ist doch auch schön gesagt. Also da spielt sie natürlich wieder auf die Zeit an, dass eben jeder Moment seine Zeit hat und dieser junge Mann, also kein Mensch ist ja nur gut oder schlecht, also er drückt sich da natürlich und er verhält sich nicht sonderlich nett. Und lässt sie dann eben einfach mal im Stich, was ziemlich schlimm ist. Aber es gab eben auch die Liebe zwischen ihnen. Und sie beginnt da eben ihn zu lieben. Und es ist doch auch sehr hübsch gemacht, dass er ihr erstmal fremd sein muss, damit sie ihn lieben kann. Denn wo sie ihn sozusagen kennengelernt hat, kann sie ihn dann nicht mehr lieben. Da ist er einfach nicht mehr sonderlich nett, würde ich mal sagen. Also, und das hat sie doch hier sehr hübsch gebastelt mit dem Fremdsein, ihr Fremdsein und zu lieben beginnen. Also so nach dem Motto, sie konnte ihn lieben, als sie ihn noch nicht kannte. Ja, also und dann ist diese Zeit also da und ja, und diese Zeit der Liebe schmückt sie aber hier gar nicht so aus. Die spart diese Erzählung eigentlich, oder dieser Kurztext spart diese, also eine Erzählung ist es ja nun nicht, spart sozusagen diese ganze schöne Zeit mit ihm, wo die Frau gehofft hat auf ein Leben, auf eine Heirat, auf Kinder kriegen. Die wird also ausgespart, jetzt ist sie da und dann flupp, es dauert nicht mehr lange, sagen die hinter dir, es geht zu Ende. Also da werden die schönen Momente weggespart, vielleicht auch deswegen, weil diese schönen Momente
irgendwie in Anbetracht der Tatsache, dass er sie dann total im Stich lässt, ja irgendwie auch bitter wirken, ne? Also, und von seiner Seite aus sicherlich nicht so gemeint waren und von seiner Seite aus auch nicht, ja, er ist eben nicht diese Liebe, diese tiefste Liebe eingegangen, dass er, egal was ist, sie nie verlassen wird, das einfach lösen wird mit dem Kind, bei ihr ist in schweren Zeiten. Das ist ja eben nicht eingegangen, das hat er so ein bisschen nur erzählt, und wo es drauf ankommt, ist der Typ weg, ja. Und ich denke, dass diese Geschichte eben genau das erzählen will und diese Gesellschaft auch zum Schul so ein bisschen auch gut, also sie wissen es nicht besser, da werden jetzt nicht alle zu Schuldigen erklärt, aber manche werden hier schon ganz klar zu den Schuldigen erklärt, also, und dass es sozusagen auf der jungen Frau abgeladen wird, die in der Gesellschaft verstoßen wird, aber eigentlich hat doch auch der Mann was dazu beigetragen, und zwar nicht wenig, und auch die Frau, die Alte, hat natürlich auch sehr viel beigetragen. Ich sage jetzt immer die Alte, also die alte Frau, also die Alte heißt sie halt im Text. Ja, so, und jetzt kommen wir zu dem Anfangsmotiv. Und in diesen Anfangsmotiv flechtet sie die ganze Zeit schon den Abschied mit hinein. Also diese Liebe, da zeigt sie eben, ist auf nicht so viel Glück gebaut. Genau. Und ja, diesen Weg, also dass man sozusagen den Weg der Zeit geht oder den Weg zurückgeht in der Zeit, das hatten wir ja vorhin mit dem Fluss. Und hier geht sie also auch nochmal entlang und mit dem Schatten, die wie Splitter zwischen den Schritten liegen, dass du die Füße daran zerschneiden könntest, dass du darüber fällst, wenn du um Äpfel auf den Markt geschickt bist. Du fällst vor Hoffnung und vor Fröhlichkeit. Also das ist jetzt immer so ein bisschen kontrastiv auch gemixt, ja, dass sie letztendlich diesen Weg, den sie da einschlägt, dass der ihr eben schon die Füße zerschneiden könnte. Und das ist mit so sehr schönem Bild gemacht, dass sozusagen Schatten, ja, aber wo fängt denn der Satz an? Es wird ein Herbsttag sein, voller Erwartung darauf, dass alle Früchte wieder blühen werden, wie er schon ist, der Herbst, mit diesem hellen Rauch und mit dem Schatten, die wie Splitter zwischen den Schritten liegen. Also ich glaube, es müsste eigentlich mit den Schatten, die wie Splitter zwischen den Schritten liegen, heißen. Aber da sind wir jetzt mal hier nicht so genau. Und also sozusagen die Schritte, diesen Weg, den sie da einschlägt, der ist eben sehr schattig, den hätte sie besser nicht einschlagen sollen. Und diese Schatten sind wie Splitter, an denen sie sich die Füße zerschneiden könnte. Also das ist auch ein Bild, auf das man erstmal kommen muss. Und hier macht sie also deutlich, dass das ein nicht sonderlich guter Weg ist, den sie da einschlägt. Aber sie geht ja, wie gesagt, rückwärts, und deshalb fällt sie auch vor Hoffnung und vor Fröhlichkeit, weil sie eben zurückgeht, aus der Dunkelheit kommend, in das Helle und Fröhliche, in die fröhliche Kindheit zurück. Ja, und hier, wo sie sich eben kennenlernen, ist durch diese Rückerzählung sozusagen auch gleichzeitig der komplette Abschied enthalten im Anfang. Und deswegen schreibt sie auch: Aber ihr seid sehr fröhlich in diesem letzten Licht. Also das letzte Licht ist sozusagen das Licht, wo sie sich zum ersten Mal sehen. Und naja, das letzte Licht ist natürlich auch irgendwie das Licht, wenn man sagt, jemand geht ins Licht, wenn der jemand stirbt und so weiter. Das ist auch wieder, also ihr merkt schon, das ist so vielschichtig und vieldeutig. Da kann man wieder viel hineindeuten. Fakt ist aber, dass die beiden sich sozusagen durch das Zurückerzählen
in der ersten Begegnung für immer verabschieden. Und dabei trennen sie sich ganz ohne Schmerz, weil es ja in der Rückerzählung, also rückwärts erzählt ist sozusagen. Also, und so schreibt sie eben auch ganz ohne Schmerz und ohne es zu wissen, dass ihr euch trennt. Also sie begegnen sich ja erst. Und das finde ich ist, also das ist schon sehr gut durchfühlt, wie es sein müsste, wenn man sozusagen rückwärts lebt. Also die erste Begegnung, ist die Trennung für immer, ohne dass sie es wissen. Also das finde ich schon unglaublich gut gemacht. Ja, und dann geht sie eben weiter in ihre Kindheit hinein und dann schreibt sie auch, da referiert sie wieder in ihr Zukunftsmotiv, was bringt die Zukunft? Keine Söhne, Brüder hat sie dir gebracht. Also da spielt sie wieder darauf an, dass sie mit diesem Mann gestritten hat, ob sie lieber ob sie lieber Töchter oder Söhne will. Und hier ist eben auf dieses Motiv keine Söhne, diese Zukunft bringt keine Söhne, sondern sie bringt eben Brüder. Also da ist wieder alles irgendwie mit hineingeflochten, ja. Also ihr merkt, dass sie eben diese Wiederholung, das Motiv der Wiederholung immer wieder nutzt und dass der Text auch alles irgendwie miteinander klug verzahnt und auch stimmig verzahnt.